Hi, ich bin Conny von fashionvictors.com. Ich bin heute im Bayerischen Hof. Neben mir sitzt die Alexandra Pfister vom Label Asandri und hat sich bereit erklärt, mir ein paar Fragen zu beantworten. Danke schon mal im Voraus. Alexandra, danke für deinen Besuch. Ja, gerne. Im Voraus hast du mir ja erzählt, dass du bisher noch nie im Bayerischen Hof warst. Wie gefällt es dir denn jetzt so? Das ist eine tolle Location hier. Sehr schick, sehr edel. Und auch vom Stand her ist wirklich sehr toll. Ist wirklich eine tolle Location, muss ich sagen. Wie kommt es bei den Besuchern an? Auch sehr gut. Also sie können hier natürlich ganz in Ruhe, ohne den großen Messerummel, wie das zum Beispiel so in einer Halle ist, kann man eigentlich einkaufen, schön stöbern. Kommt ganz gut an. Doch. Okay, schön, ja. Genau. Ja, für mich als Münchnerin ist es einfach, München als die schönste Stadt der Welt zu bezeichnen. Was sagst du dazu? Wie gefällt dir München? München gefällt mir sehr gut. Also München ist für mich auch so eine Stadt, wo man eigentlich immer wieder hinkommt, wo ich auch jedes Mal wieder was Neues entdecke. Ist vielleicht schon etwas ruhiger als Berlin, würde ich sagen. Ja. Auch so, ist sicher schicker als Berlin auf die eine Seite, gemütlicher. Okay. Erinnert mich sicher auch an die Schweiz. Also es hat gewisse Teile, die man sehr gut vergleichen kann. Welcher Bedeutung sprichst du dann München zu als Modestadt? Ich denke, München als Modestadt, glaube ich, ist da noch etwas in den Kinderschuhen. Also ich denke, es gibt doch einige bekannte Namen, die aus München und der Umgebung kommen. Wenn ich da an Escada denke, wenn ich an Stirnes denke. Aber ich glaube, so international ist München nicht wirklich auf der Landkarte. Aber ich denke, dass mit jeder Veranstaltung, das braucht ja auch seine Zeit. Das hat man in Berlin ja auch gesehen. Ich glaube, das braucht einfach seine Entwicklungszeit auch. Und die Medien, die Einkäufer, die müssen sich das halt alles auch sich wieder neu einteilen. Wobei, genau, ich glaube, schon hier zum Arbeiten ist München schon bekannt. Also wenn ich jetzt vom Business her gehe, dann wissen die Einkäufer schon, okay, hier komme ich zum Arbeiten, zum Einkaufen. Was vielleicht in Berlin dann eher für die Show, fürs Gucken ist. Also von daher gibt es halt so diese unterschiedlichen Aufgaben jeder Stadt. Und zur Fashion Week München, was sagst du zu dem Thema? Fashion Week München, eben, ich denke, es wird mit Arbeiten in Verbindung gebracht, weniger mit Shows. Mhm. Ich glaube, die breite Masse kennt es nicht wirklich oder noch nicht, sagen wir es mal so. Aber ich glaube wirklich, die Professionals, für die ist es Arbeiten, wirklich einkaufen, Order schreiben, gucken, aussuchen. Es hat wirklich auch knallharte Arbeit. Also du denkst auch, dass es in den nächsten Jahren noch weiter wachsen wird? Ich denke schon. Weg von München, in Berlin, auf der Fashion Week haben wir uns ja auch gesehen. Mhm. Wie hast du es so erlebt insgesamt? Also Berlin habe ich als sehr positiv erlebt. Ich finde einfach, die Leute sind dort sehr offen, auch sich Neues anzugucken, auch mal über diese normalen Linien einfach mal hinzugehen, sich das anzugucken, sich Notizen zu machen, Gespräche zu führen. Also ich finde eigentlich die Stadt sehr wirklich offen. Ich erlebe sie immer als offen und auch die Leute, wenn sie dorthin kommen, habe ich so das Gefühl, sie sind viel offener als jetzt zum Beispiel in Paris oder so andere Städte, wo man dann wirklich so diese Namen sucht und man weiß, okay, die kriege ich in Paris. Das ist so der Unterschied. Ihr hattet ja den Showroom und die Show. Was hast du jetzt als Präsentationsmöglichkeit besser gefunden? Ist sicher die Show, weil die Show ist halt schon so, du zeigst die Kleider an Frauen, an Menschen, am Körper, und das ist halt bei unseren Modellen schon sehr wichtig, weil sie zum Teil sehr schlicht sind und eigentlich der ganze Aha-Effekt kommt eigentlich erst, wenn das Kleid am Körper ist. Ja, das, genau. Das ist wirklich so. Und im Showroom, im Vergleich, hast du natürlich dann auch gut Gelegenheit, in die Tiefe zu gehen, den Leuten auch die Geschichte zu erzählen, auch auf Materialien einzugehen, auch da deine Geschichte zu erzählen. Das ist dann das andere, was natürlich auch positiv ist, also wo man dann wirklich auch einen Teil noch viel mehr erklären kann. Aber eigentlich soll ein Teil natürlich auch einfach so wirken. Ihr wart jetzt zum zweiten Mal auf der Fashion Week dann in Berlin? Ja, genau.
War die Resonanz dann auch größer beim zweiten Mal? Es war schon so, dass wir mehr Resonanz hatten. Also dass man auch, das hat auch unsere PR-Agentur als Feedback zurückgegeben, auch von der Einladung her. Also es kam wie selber Resonanz, dass sich die Leute angemeldet haben, was beim ersten Mal natürlich so, da musst du nachhaken und sagen, okay, uns gibt's und vielleicht mal könnt ihr vorbeikommen und die Show angucken. Und da haben sie wirklich gemerkt, da hat sich was verändert. Im Januar hattet ihr ja auch dieses wahnsinnig aufwendige Video. Ja. Habt ihr vor, sowas wieder zu produzieren? Es ist so, das Video war eigentlich so, wie soll ich sagen, das war nicht eine Zufallsgeschichte, aber schon ein bisschen. Unser Fotograf, der Stefan Schacher, der ein Schweizer ist und sehr lange schon in New York lebt und fotografiert, also Modefotografie, auch Kunst macht, will eigentlich so, sein Ziel ist eigentlich noch mehr in diese Filmgeschichte reinzukommen und er hat dann auch gesagt, okay, ich mache dir die Fotos, aber ich möchte einen Film machen noch dazu. Und das war dann eigentlich so der Deal, wo wir gesagt haben, hey cool, also Film ist eh spannend. Und wir haben dann eigentlich in 2 Tagen diese Geschichte abgedreht, also auch mit Scouting und allem. Und gut, schneiden nicht dazu gerechnet, das kann ja noch im Nachhinein. Aber es war schon sehr spannend. Ich glaube, es war auch sicher nicht das letzte Mal, dass wir sowas gemacht haben. Was ist denn eigentlich euer Arbeitsmittelpunkt? Also ihr präsentiert in Berlin, ihr präsentiert in München. Wo findet der ganze Arbeitsprozess davor statt? Der findet außerhalb von Zürich statt und zwar ist das eine alte Seidenfabrik, wo früher wirklich Stoffe gewebt wurden, wo so unser, sage ich jetzt mal, Kreativzentrum ist, stattfindet. Okay. Der ganze Prozess, der ja sehr intensiv ist auch. Ja. Dort verkauft ihr auch, oder? Wir haben dort auch unseren Showroom, genau, wo wir aus Events, regelmäßig Events machen, wie so Ladies Night, wo wir dann wirklich auch sagen, okay, heute Abend haben wir geöffnet für die Damen und uns dann wirklich auch Zeit nehmen. Also man kann dann wirklich in Ruhe durchprobieren. Man kann auch, die Idee ist auch, dass man sich so auch austauscht unter Frauen. Ja. So was hat man halt so mit Schwierigkeiten, auch wenn man unterwegs ist, das ewige Packen, ein- und auspacken, was nehme ich mit, wie packe ich meinen Koffer clever, damit ich auch wirklich so 3-4 Tage mit wenig zurechtkomme, also diese Themen. Gutes Thema. Genau, und ich glaube, das ist ein Thema, was immer gut ist. Und hat auch so ein Styling und ich arbeite auch mit dem Coiffeur zusammen, der im gleichen Gebäude ist und dort arbeitet Mel, sie ist Friseuse und Make-up-Artist und einfach so dieses Gesamte, einfach dieses gesamte Outfit von, das hört ja nicht einfach auf, sondern genau. Es geht ja noch weiter. Ja. Wie kann ich eigentlich aus mir am meisten rausholen. Und das ist so, sind so diese Themen, die wir eigentlich anbieten an so einem Abend. Und man kann da ungezwungen vorbeikommen und sich so ein bisschen treiben lassen. Das ist wirklich ganz spannend, was da abgeht. Wo du angesprochen hast, dass ihr Frauen einladet, was ist denn eigentlich genau eure Zielgruppe? Also vielleicht auch altersmäßig? Altersmäßig, da bin ich ein bisschen, komme ich eigentlich strikt davon weg, weil... Ja. Weil ich, sage jetzt mal, die jüngste Kundin, ich habe es jetzt wirklich eben auch mal angeschaut, die jüngste Kundin ist die Tochter meiner Nachbarin, die ist irgendwie jetzt so, glaube ich, 13 Jahre alt, die hat sich voll in ein Bikini verliebt und findet alle Teile total cool und ist halt einfach noch so ein bisschen gleich, müsste man jetzt noch eine Teenie-Linie machen. Und die, glaube ich, die älteste Kundin, die wir haben, die ist so gegen die 80. Also du siehst, der Range ist ziemlich breit und ich denke, es geht mehr, ich finde, heute ist es wichtig, dass man eigentlich die Kundin nicht über das Alter anspricht, sondern über ihren Lifestyle. Es ist schon klar, dass es mehrheitlich sicher Frauen sind, die im Berufsalltag stehen, die sich auch, sage ich jetzt mal vom Budget her, sich ein Budget geben, wo sie auch sagen, okay, ich hätte gerne meine Garderobe, die Stil hat, die auch Qualität hat und ihr das auch wichtig ist. Klar kombiniert sie vielleicht dann auch Teile, wo sie sagt, okay, das Teil kann ich mir in Zara oder im Handel, aber das ist ja, macht ja heute jede Frau. Ja, also von daher ist ja auch spannend, was dann passiert mit diesem ganzen Mix. Und ich glaube, das ist das, was ich ausmacht. Du hast ja gerade das Wort Teenie-Linie erwähnt. Plant ihr auch, ein weiteres Spektrum aufzufächern? Also gerade vielleicht noch für jüngere Kunden oder auch eine Herrenkollektion zu machen? Es ist so, dass wir sicher solche Pläne
irgendwo da oben abgelegt haben. Aber es ist schon so, ich meine, wir sind ja schon sehr breit gegangen mit unserer Geschichte, dass wir auch Bad und Lounge abdecken, wo viele uns auch schon gesagt haben, wow, seid ihr wahnsinnig, was ihr alles macht. Und von daher denke ich, ein Step um den anderen. Also wirklich, Ideen haben wir sicher viele. Ich glaube, wichtig ist, dass man wirklich auch einen Schritt um den anderen macht und nicht zu viel will auf einmal. Was ist dann so der nächste Schritt, den ihr geplant habt? Der nächste Schritt ist, in 2 Wochen sind wir an einer Vernissage in Zürich, wo wir das Thema zum Yoga geht. Are You Yoga ist das Motto des Abends und wo wir unsere 3 Yoga-Teile präsentieren, also unser Yoga-Outfit präsentieren. Dann gibt es eine Geschichte Anfang September, wo wir Gast sind, das ist eine Art Trunk-Show in Modissa, das ist ein sehr bekanntes Geschäft an der Zürcher Bahnhofstraße. Und dann steht eigentlich auch schon New York noch vor der Türe. Da sind wir noch so ein bisschen in Planung, was wir genau machen wollen. Wir haben so ein paar tolle Ideen, aber es ist noch nicht spruchreif. Also der Flug ist gebucht, das Hotel ist auch gebucht, aber was wir genau machen werden, ist noch so ein bisschen... Da können wir dann quasi gespannt sein. Genau. Schön. Halte ich euch auf dem Laufenden. Der Online-Shop, da verkauft ihr ja hauptsächlich so Bademode und Loungewear. Genau. Wird es noch weiter ausgebaut? Ja, das bauen wir weiter aus. Das war eigentlich so zum Antesten auch. Und wir sind da, sei jetzt noch nicht dort, wo wir sein wollen, außer vom Besuch her der Leute. Ich glaube, da müssen wir noch ziemlich viel machen, auch das noch ausbauen. Wir haben jetzt auch einige Online-Shops, wo wir in Kontakt sind, wo wir die Teile auch platzieren können. Also ich denke, da läuft im Moment auch sehr viel. Von meiner Seite war es das jetzt auch schon. Dankeschön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das schöne Interview. Super, danke. Möchtest dir. Möchtest du noch was sagen? Travel to life. Geht immer weiter. Danke. Gut. Dann danke ich euch auch fürs Zusehen und wir sehen uns auf meinem Blog. Servus. Tschüss, danke.